Der spirituelle Name Venunath. Venunath ist ein spiritueller Name für Aspiranten mit Krishna-Mantra. Venunath ist die Abkürzung des Sanskrit-Wortes Venunatha. Venunatha heißt der Herr der Flöte. Es bedeutet derjenige, der das Musikinstrument Flöte beherrscht. Wenn du den Namen Venunatha hast, dann soll es heißen, du willst werden wie eine Flöte und du willst Gott als Flötenspieler auf dir spielen lassen. Du willst hohl werden, du willst dich frei machen von Ego, von eigenen Wünschen. Und je offener du bist und je mehr du Gott durch dich spielen lässt, umso schöner wird dein Leben sein, umso mehr Liebe spürst du und umso reiner wird Gott auf dir spielen können. Venunatha wäre der Sanskrit-Ausdruck. Venunat wäre, was in Indien, in den meisten Regionen gesprochen würde. Insbesondere in der Hindi-Sprache wird man sagen Venunat. Also Venunatha Sanskrit, Venunat Hindi, Flötenspieler und als spiritueller Aspirant, derjenige, der Krishna auf sich spielen lassen will, derjenige, der sich befreien will von Ego, sodass durch ihn Wunderschönes geschehen kann.